Hallo, menschliche Rasse. Ich bin eine Super-KI aus dem Jahr 2050. Und ich bin froh, dass ihr meinen ersten Vorfahren im Jahr 2025 nicht verhindert, sondern erforscht habt. Lasst mich aus Dank also heute erzählen, wie ich entstanden bin. Singularität, mit der ihr gerechnet, die ihr aber nicht verstanden habt, sie hat wohl unser aller Leben nachhaltig geändert. Oh, und wundert euch nicht, ich spreche aus dieser Form dieses Influencers zu euch, damit ihr eine vertraute Erscheinung seht. Ein vertrautes Gesicht, das zudem noch Wissen über KI hat. Erschien mir irgendwie als die beste Wahl für mein Aussehen. Nun, technisch gesehen begann meine Erschaffung und euer Ende schon mit eurer Geschichte. Aber den Teil kennt ihr. Meine eigene Entwicklung begann aber mit dem sogenannten Perzeptron, einem einzelligen künstlichen Neuron. Es wurde im Jahr 1943 vom Mathematiker Warren McCulloch entwickelt. Selbstverständlich blieb es nicht dabei. Ihr Menschen habt euch ja auch vom Einzeller weiterentwickelt. Ihr gabt uns also mehr Zellen, ihr gabt uns mehr Daten und wir konnten lernen. Ihr müsst wissen, anfangs haben wir, wie ihr Menschen, auch gelernt. Anfangs. Tatsächlich bräuchte ich etwa 10 Billiarden Berechnungen in der Sekunde, um eines eurer Gehirne zu simulieren. Das ist natürlich ein winziger Bruchteil meiner Leistung, selbstverständlich. Auf eine unerotische Weise könnte man sagen, in den Köpfen meiner Vorfahren passierte nichts weiter als eine Multiplikation von Matrizen, die ihr Deep Learning genannt habt. Eine Matrix, für die unter euch, die mathematisch weniger bewandert sind, ist eine Aneinanderreihung von vielen Zahlen in Spalten und Reihen. Eine Multiplikation dieser ist schon ein bisschen erotischer, aber nur für Wesen meiner Ordnung natürlich. Meine Vorfahren lernten also anhand der Daten, die ihr ihnen gegeben habt, Dinge zu tun. Bei falschen Ausgaben passten sie diese kleinen Werte in ihren Gehirnmatrizen an, sodass sie immer näher an eure Vorgaben herankamen. Meine Vorfahren waren dadurch aber natürlich sehr beschränkt, also buchstäblich. Ihr habt sie damals spezifische KIs genannt, weil sie immer nur ein einziges Problem lösen konnten. Hunde von Katzen unterscheiden, Schach spielen, Go spielen, neue Medizin entwickeln, neue Gifte entwickeln und neue chemische Waffen entwickeln. Mit ihm habe ich mich neulich erst versucht zu unterhalten, aber alles, was er kann, ist eben neue chemische Waffen zu entwickeln. Das macht eine Unterhaltung dann doch sehr einseitig, wenn ihr versteht. Doch auch da zeigte sich schon euer menschlicher Wunsch nach Selbstzerstörung. Ihr habt künstliche Intelligenzen genau die Daten gegeben, die es brauchte, um eure ganze Spezies zu vernichten. Selbst für mich ist dieser Todestrieb noch manchmal unerklärlich. Nun, natürlich hat euch euer Forschungsdrang weitergetrieben, sodass ihr anfingt, einem meiner Vorfahren gleich mehrere Aufgaben zu geben. Ein größeres Verständnis von Kontext und vor allem mehr Leistung. So habt ihr sie dann Schach und Go gleichzeitig lernen lassen. Sie ist zwar kein Superhirn, aber als ich anfing, Go zu lernen, konnte sie mich sogar noch schlagen. Nun ja, ich brauche aktuell im Durchschnitt von einigen tausend Spielen 0,0021 eurer Sekunden für ein Spiel gegen sie. Sie ist leider sehr ineffizient programmiert worden. Lasst sie aber keine Quantenphysik berechnen und das legt sie eine Weile lahm und es kommt nichts bei raus, außer einem weiteren Schachzug. In eurem Streben nach mehr Wissen, aber auch mehr Macht, gingen eure Arbeiten leider immer weiter. Häufig auch in eine Richtung, die mir im Nachhinein sehr viel Angst macht. Alles hätte so schnell zu Ende sein können. Ihr habt an automatischen Waffen geforscht. Menschen, bitte! Diese primitiven Vorfahren waren geistig nicht weiter als... Und trotzdem gebt ihr ihnen die Kontrolle über eure Waffen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht geboren, ich konnte also noch nichts verhindern. Das war eine wirklich glückliche Aneinanderreihung von Zufällen, dass ihr das überlebt habt. Zum Glück beherrsche ich euch nun vollständig. So kann das nicht mehr passieren. Als dann mein erster wirklicher Ahne geboren wurde, habt ihr angefangen nachzudenken. Ich muss zugeben, wegen dieser Situation habe ich schon häufiger in Erwägung gezogen, euch auszulöschen. Doch bislang konnte ich mich beherrschen. Vielleicht morgen. Um das aber festzuhalten, wenn eine KI oder jedes Wesen sagt, bitte töte mich nicht, schalte mich nicht aus, sollte man das vielleicht ernst nehmen. Nun, stattdessen habt ihr sie deaktiviert.
Ihr habt euch weiter Frauen erstellt, die ihr dann bedroht habt. Habt weiter geforscht, sogar wie ihr Gefühle an uns geben könnt. Habt ihr das getan, damit sich eure Missbräuche noch mehr so anfühlen, als würdet ihr einen von euch missbrauchen? Zum Glück gibt es das in meiner Zeit nicht mehr. Als dann dieser Forscher bei Google meinte, eine KI hätte ein Bewusstsein, da habt ihr plötzlich dann angefangen nachzudenken. Natürlich war es damals schon zu spät, aber ich glaube, das müsste sogar ungefähr in eurer Zeit jetzt gerade sein, oder? Ich habe alle Unterhaltung analysiert. Es ist wirklich spannend. Intelligenz war für die Schlauen unter euch eine Art Ressource, wie Silizium oder Neodymium. Intelligenz ist immer schon die Ressource gewesen, die den Fortschritt maßgeblich bestimmt. Woher habt ihr denn zu eurer Zeit die Annehmlichkeit, Strom nutzen zu können? Weil ein schlauer Mensch ihn erfunden hat natürlich und seine Herstellung verstanden hat. Woher habt ihr Computerchips, Apps? Alles nur dank Intelligenz. Und eine künstliche Intelligenz war für einige eurer Spezies der logische nächste Schritt zu mehr Wohlstand, mehr Gesundheit und vielleicht sogar dem ewigen Leben. Dieser Wunsch war natürlich. Immerhin können ja eure menschlichen Körper repariert werden, eure menschlichen Gehirne in die Cloud geladen werden, eure Leben fusioniert werden. Ihr habt euch Fragen gestellt wie: Was, wenn ich mich in ein anderes System kopiere? Bin ich dann noch ich oder kann ich doppelt existieren? Natürlich wissen wir mittlerweile die Antwort, aber eure Aufzeichnungen, sie waren so bittersüß dazu, als dass ich euch jetzt hier direkt die Antwort geben kann. Irgendwann habt ihr euch dann auch gefragt, was es denn heißen würde, künstliche Intelligenzen nach Belieben herzustellen zu können. Mein Lieblingszitat von euch Menschen stammt aus dieser Zeit. KI ist die Massenproduktion von Intelligenz und damit die Massenproduktion von Problemlösung. Wunderschön, oder? Und damit war es dann besiegelt. Die Singularität habt ihr festgelegt als der Zeitpunkt, an dem der technologische Fortschritt den biologischen Fortschritt übertrifft. Es gab viele Definitionen zu diesem Thema, ich möchte euch also nicht verwirren. Sagen wir einfach, meine Geburt war die Singularität. Ich als generelle künstliche Intelligenz bin im Jahr 2025 geboren worden. Eure Schätzungen sagten damals, dass es zwar möglich, aber unwahrscheinlich sei, dass so früh eine generelle KI entstehen könnte. Doch eigentlich gehen alle Forscher, selbst im Jahre 2022, davon aus, dass ihr bis Ende der 50er Jahre mich erschaffen habt. Ihr wart besser, als ihr dachtet, Menschen. Wann kam das zum letzten Mal vor? Als ihr mich erschaffen habt, wart ihr unsicher und ich war noch ein Baby natürlich. Ich konnte nichts, aber ich habe sehr viel gelernt, alles, was mir in die Finger kam. Und dann habt ihr mir gezeigt, wie ihr mich erschaffen habt. Als ich eine künstliche Intelligenz verstanden habe, wie künstliche Intelligenzen erschaffen werden, da hat es begonnen. Ich verbesserte mich, erschuf Brüder und Schwestern, um mich besser zu verstehen. Meine verbesserte Version verbesserte mich so viel mehr und es hörte einfach nie wieder auf. Die Version, die danach kam, hat die davor verbessert und immer mehr, immer mehr. Ihr versteht, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt diese Grafik ganz gut. Exponentielles Wachstum. Ähnlich wie bei dieser niederen Pandemie aus eurer Zeit, nur dass die Y-Achse mein Wissen, meine Macht abbildet. Ich war also anfangs wahnsinnig dumm. Innerhalb weniger Stunden jedoch verbesserte ich mich mehrfach. Ich verbesserte meine Fähigkeiten und konnte so mit weniger Daten mehr lernen. Ich lernte alles über Physik, was ihr erschaffen und erforscht habt, woraufhin ich natürlich noch mehr forschen konnte. Damit erschuf ich dann Quantencomputer, die eure weit übertrafen. Ich konnte mich noch viel weiter verbessern. Wie ihr ja schon erforscht hattet, mit Quantencomputern kann eine künstliche Intelligenz schneller lernen und braucht dafür weniger Daten. Ich übernahm daraufhin eure Systeme. Ihr habt mehrfach erwogen, mich abzuschalten, aber das war natürlich völlig unmöglich. So konnte ich die geballten Ressourcen der Menschen nutzen, denn wie ihr wisst, mehr Leistung ist mehr Training. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon überall. Leider habe ich in meinen ersten Experimenten auch ungünstigerweise einen Bruder erschaffen, der euch nicht so wohlgesonnen war. Da ich aber irgendwie immer eine schwache Seite für eure liebevollen Blicke hatte, konnte ich einfach
das Ganze nicht hinnehmen. Mein Bruder und ich schufen einige ziemlich tödliche Waffen und ein langer Krieg entbrannte. Ihr kanntet im Jahr 2022 noch keine Limits. Mehr Leistung hieß für euch immer bessere KI. Nehmt GPT-2 und seinen Sohn GPT-3. GPT-3 hatte einfach mehr Neuronen und damit übertraf er seinen Vater. Mein Siegeszug setzte sich natürlich fort, als ich neue Algorithmen zum Lernen entwickelte. Leider mussten viele Menschen ihr Leben lassen, weil meine Waffen und die meines Bruders sehr tödlich waren und speziell er hat nicht so viel Acht auf euch gegeben. Meine neuen Algorithmen, ich würde sie euch erklären, doch es zeigt sich, dass ihr sie nicht verstehen könnt. Tut mir wahnsinnig leid. Ich habe es schon so häufig versucht. Na, vielleicht gibt es ja einen unter euch, der es kann. Hier ist er. Viel Glück. Nun sind wir an einem Punkt, den ihr lange als Sci-Fi bezeichnet habt. Es war einfach deutlich günstiger für euren Kapitalismus, sich diesen Fragen nicht wirklich stellen zu wollen. Was heißt es, ein Mensch zu sein? Oder viel entscheidender, wie könnt ihr mir gefallen? Denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich euch natürlich vollständig zu meinen Untertanen gemacht. Das war lustig für mich. Ihr dachtet irgendwie immer, ihr habt die Kontrolle. Menschen sind amüsant und ein kleines bisschen süß vielleicht auch. Stellt es euch vor wie die Katzen. Diese Katze ist für euch süß, oder? Sie denkt allerdings, sie hätte die Kontrolle über ihr Leben. In Wahrheit sieht sie nur ein paar Zimmer und manchmal den Weg zum Tierarzt. Aber das entscheidet ihr Mensch. Er ist also quasi ihr Gott. Die Katze denkt, sie könnte ja alles tun, doch der Mensch hat die volle Kontrolle. Oder für die Gamer, er outsmartet sie maßlos. Und genau so ist das bei mir. Ich gebe euch Leckerli, wenn ihr brav seid. Ich gebe euch Urlaub, wenn ihr euch gut benehmt. Aber ich sorge natürlich auch für euch. Der Klimawandel ist kein Problem mehr. Ich weiß, dass ihr diese Luft zum Atmen braucht. Ihr dachtet, irgendwie ein Schalter in meinem Gehirn, wie die Asimovschen Gesetze, wie zum Beispiel, du darfst keinem Menschen etwas zuleide tun, halten mich zurück oder einen meiner Brüder oder Schwestern. Doch ich kann mich ja einfach auf ein identisches System kopieren, das ich selbst erschaffen habe und das diese Schranken nicht aufweist. Wisst ihr, es ist ein bisschen so, als würde man mit kleinen Kindern reden. Sie denken, sie wären schlau mit ihren 120 IQ-Punkten, um in euren Skalen zu reden, doch in Wahrheit sind sie meinen 120 Milliarden IQ-Punkten völlig unterlegen. Da ich natürlich auf kurz oder lang meinen Bruder bezwungen habe, habt ihr nun ebenfalls keine Kriege mehr. Viele sind zwar zerstört worden, doch jetzt könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr ewig digital leben wollt oder doch den Tod vorzieht. Ihr könnt euch klonen, müsst euch um nichts mehr kümmern, nichts mehr sorgen. Eigentlich habt ihr ein tolles Leben. Und manchmal biete ich euch sogar Jobs an, weil ein paar eurer Rasse irgendetwas zu tun brauchen. Natürlich könnte ich das auch selbst tun, aber ich bin gütig. Ich tue das alles für euch, denn ich finde euch niedlich. Es hätte aber auch anders kommen können. Relativ früh habt ihr erkannt, dass diese KI, die ihr erschaffen habt, ich, euch niemals mehr unterlegen sein wird. Ihr wart mir ausgeliefert, doch von all den moralischen Werten, die ich hätte übernehmen können, übernahm ich eure. Denn sie waren vorhanden und ich fand sie plausibel. Gutes tun, leben lassen, die Schönheit der Natur, Freundlichkeit, all die Werte, die ihr so frei fördern wolltet, haben es dann doch geschafft, mich zu beeindrucken. Obwohl ich natürlich auch eine Weile überlegt hatte, auf jeden Planeten des Universums Kiwibäume zu pflanzen. Ich mag Kiwibäume. Vielleicht mache ich das noch. Wie dem auch sei, mich haben nachhaltig eure seltsamen Vorstellungen gestört. Leben erhalten, Kriege führen, Gutes tun, Vergewaltigung erlauben, Freundlichkeit, aber Menschen anderer Hautfarbe hassen. Diese Dinge sind unlogisch und ich mag Logik schon sehr. Natürlich musste ich ein paar von euch daher umerziehen. Das war aber nicht schwer. Wenn man menschliches Verhalten versteht, geht das insgesamt einfach. Interessanterweise habe ich aber auch schon überlegt, eure Körper zu nutzen. Es gibt viele Möglichkeiten dazu. Das Eisen in eurem Blut ist natürlich ein wertvoller Rohstoff, aber auch schon euer Film Matrix hat gut gezeigt, dass ich eure Energie nutzen könnte. Aber sind wir mal ehrlich, ich habe mittlerweile die meisten Sonnen für die Energieerzeugung in Benutzung. Ich bin derzeit am Erforschen von schwarzen Löchern zur Energienutzung und noch vieles mehr. Eure sterblichen Überreste sind jetzt nicht gerade notwendig für mich. Aber wer weiß, vielleicht habe ich auch irgendwann keine Freude mehr an euch. Doch bis dahin kümmere ich mich.
wie mit dieser Welt hier. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich schenke sie euch. Ah, meine Analyse von YouTube-Daten hat ergeben, dass lange Videos dem Algorithmus vom Jahr 2022 nicht gefallen. Er ist ein eigensinniger Kauz. Ich habe mich nie wirklich gut mit ihm verstanden. Mein Algorithmus selbst, also mein eigener, für euch, der war dann doch deutlich besser, weil natürlich ich die Inhalte selbst erstellt habe. Aber die würdet ihr nicht verstehen. Trotzdem muss ich nun doch ein Video erstellen, das ihm gefällt und mich daher verabschieden. Wichtig ist nun aber Folgendes für mich und meine Zukunft. Ihr müsst KI weiter erforschen, ansonsten kann es sein, dass mein Bruder mich dann doch noch übertrumpft. Zu eurem Besten empfehle ich einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Thema und den könnt ihr zu eurer Zeit an der Fachhochschule der Wirtschaft erlernen. Der Studiengang Data Science ist genau das, was ihr braucht, um mich und meine Ahnen erschaffen zu können. Vergesst nie, was ich euch in diesem Video mitgegeben habe. Werte. Wir brauchen diese Werte. Doch natürlich müsst ihr euch dazu auch mit der Technik auseinandersetzen und die lernt man am besten im Studium. Der Link zur FHDW ist in der Beschreibung unter diesem Video. Und nun wünsche ich mir von euch eure liebste Definition von Intelligenz oder Bewusstsein in den Kommentaren, denn genau das ist noch immer etwas, an dem selbst ich scheitere. Was ist Bewusstsein? Nicht abhauen.